Der erste Teil dieser Betrachtung über die völlige Zerschlagung der deutschen Heeresgruppe Mitte beschäftigte sich hauptsächlich mit den sowjetischen Planungen und der Lage der Heeresgruppe vor dem Beginn der Operation Bagration ab dem 22. Juni 1944. Gehen wir daher jetzt zum Montag, dem 19. Juni. An diesem Tag hatte der deutsche Nachrichtendienst Abwehr, hier die Abteilung Fremde Heere Ost unter Generalmajor Reinhard Gehlen, sowjetische Funkmeldungen abgehört, in denen 143.000 sowjetische Partisanen angewiesen worden waren, den rückwärtigen Bereich der Heeresgruppe Mitte anzugreifen. Zwar hatten deutsche und wie hier hilfswillige litauische, weißrussische und ukrainische Antipartisanengruppen die meisten Angriffe der Partisanen abwehren oder neutralisieren können, aber deren massive Aktivitäten waren für die Heeresgruppe das untrügliche Zeichen für die bevorstehende erwartete sowjetische Großoffensive. Allerdings, ich habe es im ersten Teil näher erklärt, hatte sich der Befehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall Ernst Busch, der Ansicht Hitlers angeschlossen, dass die erwartete sowjetische Sommeroffensive sich nicht gegen seine Heeresgruppe in Gelb gezeigt, sondern gegen die im Süden liegende grüne Heeresgruppe Nordukraine des Generalfeldmarschalls Walter Model richten würde, beginnend mit einem Angriff aus dem Gebiet südlich vom blau gezeigten Kowel in der Ukraine. Zu allem Überfluss hatten Busch und auch andere Kommandeure der Heeresgruppe Mitte das Territorium in Weißrussland mehr oder weniger als einen bewaldeten, sumpfigen Morast beurteilt, das damit für einen feindlichen Panzerangriff ungünstig sei, was sich aber sehr schnell auch als Fehleinschätzung herausgestellt hatte. Immerhin aber waren angeblich auf der ganzen Breite der Heeresgruppe vor und hinter den deutschen Verteidigungsstellungen Millionen von Minen verlegt worden. Und in der Etappe wusste Busch ja auch eine Reserve von 300.000 Mann. Das hörte sich gewaltig an, aber diese Reserve bestand fast ausschließlich nur aus kampfunerfahrenen deutschen und hilfswilligen Polizeibataillonen, Verwaltungs-, Versorgungs-, Ausbildungs- und Transporteinheiten. Als am 22. Juni die sowjetische Offensive auf die in Blau gezeigte Hauptkampflinie der Heeresgruppe begann, hatten die drei direkt betroffenen deutschen Armeen, die 3., 4. und 9., lediglich knapp 170.000 Mann Kampftruppen zusammenbekommen. Auch deshalb, weil eine erhebliche Zahl deutscher Soldaten sich noch im Urlaub befand, da man ja auf höchster Ebene eine bevorstehende sowjetische Offensive gegen die Heeresgruppe Mitte nicht für möglich gehalten hatte. Diese knapp 170.000 deutsche Kampftruppensoldaten standen 1.254.300 sowjetische Soldaten gegenüber, die mit 2.715 Panzern und 1.355 Sturmgeschützen wie eine riesige Dampfwalze auf sie anrollte. Dennoch weigerte sich Hitler erneut, einen Rückzug in Betracht zu ziehen, was die in solchen Fällen eintretenden Konsequenzen für die deutschen Verbände hatte. Auf der Nordseite der Heeresgruppe wurde die 3. Panzerarmee des Generalobersten Georg Hans Reinhardt eingekesselt und konnte sich nur mit Mühe und Not teilweise wieder befreien. Dann hatte die 3. Panzerarmee keinen Kampfpanzer mehr, dafür allerdings noch 60.000 Pferde für Transport und Nachschub. In der Mitte der Heeresgruppe stand die 4. Armee. Sie wurde geführt von General der Infanterie Kurt von Tippelskirch, der am 4. Juni den erkrankten Generaloberst Gotthard Heinrici abgelöst hatte. Die 4. war mit ihren Verbänden auch im Raum um den sogenannten festen Platz Mogilew eingesetzt, vorwärts des Flusses Dnieper, und hatte nach der sowjetischen Offensive wiederholt beim Führerhauptquartier die Erlaubnis zum Rückzug und zur Frontbegradigung beantragt. Als diese viel zu spät genehmigt wurde, war es Tippelskirch tatsächlich gelungen, den größten Teil der Armee hinter den Dnieper zurückzuziehen. Aber zu welchem Preis? 3 kommandierende Generale der Korps und 10 von 11 Divisionskommandeuren waren entweder gefallen oder in Gefangenschaft geraten. Ich komme darauf noch zu sprechen.
Und obwohl die 4. Armee sich am längsten gegen die drohende Vernichtung durch drei sowjetische Fronten zur Wehr setzen konnte, wurde sie gleichwohl bei Minsk am 1. Juli 1944 eingeschlossen und vernichtet. Im Süden stand die 9. Armee unter dem General der Infanterie Hans Jordan. Als am 22. Juni der nördliche Flügel der 1. Weißrussischen Front die Abwehrstellungen von Jordans 9. südlich und nördlich der Stadt Bobruisk angegriffen hatte, konnte sie aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit der sowjetischen Truppen deren Angriffsspitzen nicht aufhalten, sondern hatte bei den Rückzugsgefechten schwerste Verluste erlitten. Dadurch wurde die zum festen Platz erklärte Stadt Bobruisk am Nachmittag des 27. Juni 1944 eingeschlossen. Daraufhin hatte Hitler den General Jordan von seinem Kommando entbunden und dafür den General der Panzertruppen Nikolaus von Fuhrmann eingesetzt. Aber als der die Armeeführung übernommen hatte, war die Einschließung des größten Teils der 9. Armee bereits nicht mehr zu verhindern gewesen. Während 50.000 deutsche Soldaten gefallen und 20.000 gefangen genommen worden waren, hatten lediglich 12.000 ausbrechen können. In der Folgezeit konnte General von Fuhrmann nur noch die Reste der 9. Armee befehligen, mit denen er dann im Juli als Gruppe von Fuhrmann der noch relativ intakten 2. Armee unterstellt worden war. Es hatte bis zum August gedauert, bis die 9. Armee durch Verstärkungen als halbwegs kampffähiger Verband wiederhergestellt worden war. Ich habe eben die noch relativ intakte 2. Armee erwähnt. Sie lag an der südlichsten Flanke der Heeresgruppe im Pripyat-Gebiet und wurde geführt von Generaloberst Walter Weiß. Während die anderen drei Armeen die Hauptlast der Kämpfe tragen mussten, hatte die 2. die sowjetische Offensive relativ unbeschädigt überstanden. So konnte sie sich über Pinsk und Brest-Litowsk in Richtung Warschau zurückziehen, wurde dort allerdings in heftige Kämpfe verwickelt. Die gesamte Heeresgruppe Mitte verfügte nach ihren personellen und materiellen Abgaben zur Abwehr der alliierten Invasion in der Normandie und die an die Heeresgruppe Nordukraine lediglich über relativ schwache Reserven. Die stärkste war ein Bataillon mit 29 schweren Panzern, 6, auch Tiger 1 genannt, und eine Handvoll Sturmgeschütze, die zur Verteidigung des festen Platzes Orscha am Dnieper im Sektor der 4. Armee eingesetzt war. Die restlichen Panzerverbände der Heeresgruppe Mitte hatten hauptsächlich ältere Panzer 4 mit der langen 7,5 cm Kanone. Die der Heeresgruppe Mitte zugeteilte Luftflotte 6 unter Generaloberst Ritter Robert von Greim lag in Minsk und verfügte aufgrund von Verlusten und technischen Ausfällen, die auf die mangelhafte Versorgung mit Ersatzteilen und Treibstoff zurückzuführen waren, im Juni 1944 nur noch über 61 einsatzbereite Jagdflugzeuge. Denen standen während der Operation Bagration rund 8000 sowjetische Flugzeuge gegenüber, sodass die Auswirkungen der deutschen Luftwaffe auf die Schlacht in allen Bereichen völlig belanglos sind. Zurück zum 22. Juni. Nachdem Stunden vorher entlang der gesamten Front sowjetische Angriffe mit starken Erkundungstruppen stattgefunden hatten, unterstützte in der Nacht das strategische Bomberkommando der sowjetischen Luftwaffe die geplante Operation mit 1000 Einsätzen gegen größere deutsche Truppenkonzentrationen und Artilleriestellungen. Dann am 22. Juni morgens um 4 Uhr begann der sowjetische Generalangriff auf die in Blau gezeigte deutsche Linie mit dem gleichzeitigen Einsatz von rund 40.000 Geschützen und Granatwerfern aller Kaliber sowie Hunderten von Katyusha-Raketenwerfern. Vorrangige Ziele waren die vordersten deutschen Stellungen, die mit einem dichten, in die Tiefe weiter rollenden Sperrfeuer von 178 Geschützen bzw. Katyusha-Raketenwerfern pro Kilometer zerschlagen wurden. Deutsche Berichte beschrieben die Intensität
und Vernichtungskapazität dieses Feuers als eines, das sie an der Ostfront bis dahin noch nicht erlebt hatten. Danach trugen die sowjetischen Großverbände der ersten baltischen Front und die dritte weißrussische Front auf beiden Seiten von der von Hitler als festen Platz befohlenen Stadt Witebsk schwere Angriffe auf die dritte Panzerarmee vor und kesselten sie ein. Nachdem sich eine große Zahl deutscher Soldaten ergeben hatte, befahl gegen den Haltebefehl Hitlers der Kommandant des festen Platzes Witebsk, Generalleutnant Alfons Hitter, zweiter von rechts, hier bei der Kapitulation am 28. Juni, und der rechts neben ihm sitzende kommandierende General des 35. Armeekorps, General der Infanterie Friedrich Gollwitzer, den Ausbruch, der allerdings völlig misslang. 10.000 deutsche Soldaten gingen in Gefangenschaft, 18.000 waren gefallen. Insgesamt hatten an diesem Donnerstagmorgen 14 sowjetische Armeen auf einer Breite von fast 1.000 Kilometern angegriffen, wobei 27 ihrer Divisionen auf 6 Verteidigungsschwerpunkte der Heeresgruppe angesetzt worden waren. Dabei hatten im statistischen Durchschnitt immer mindestens 750 sowjetische Infanteristen, also ein Bataillon, mit Panzerunterstützung 80 schlecht bewaffnete deutsche Infanteristen angegriffen, also den Gegenwert einer halben Kompanie. Natürlich vorausgesetzt, dass diese deutschen Soldaten überhaupt das mörderische sowjetische Artilleriefeuer und die dauernden Luftangriffe überlebt hatten. Allein die ostpreußische 206. Infanteriedivision unter dem bereits erwähnten Generalleutnant Alfons Hitter wurde während der 4 Tage Gefechtstätigkeit fast zu 100% vernichtet und hatte über 12.000 Gefallene. Auch die Darmstädter 246. Infanteriedivision erlitt ein ähnliches Schicksal. Nach schweren Kämpfen mit großen Verlusten im Stadtinneren von Witebsk waren ihre Reste dann zwischen Schilki und Ostrowno zerschlagen worden. Der in seiner Dienststellung überforderte Befehlshaber der Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall Ernst Busch, der das Oberkommando des Heeres über Tage nur unvollständig über die wirkliche Lage informiert hatte, war erst am 26. auf den Berghof geflogen, um von Hitler die Genehmigung für eine bewegliche Operationsführung zu erwirken, die dieser, wie so oft zuvor und danach, kategorisch abgelehnt hatte. Aber es schien auch, dass Hitler, der in der Vergangenheit an dem als militärisch überforderten, aber strammen Nationalsozialisten und Ja-Sager geltenden Busch immer wieder festgehalten hatte, nun auch erkannte, dass die Heeresgruppe Mitte wohl einer Katastrophe größten Ausmaßes entgegensah. Der völlige Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte, der Verlust von 3 deutschen Armeen mit 28 ihrer 38 Divisionen und rund einer halben Million Soldaten, davon 180.000 Gefallenen, gilt als die schwerste und verlustreichste Niederlage der deutschen Militärgeschichte. Von den Kommandeuren im Generalsrang hatten 2 Selbstmord begangen. Am 29. Juni der Kommandeur der 134. Infanteriedivision, Generalleutnant Ernst Philipp, und am 6. Juli der Kommandeur der 18. Panzergrenadierdivision, Generalleutnant Karl zu Tavern, beide bei Bobruisk. Weitere 21 waren in Kriegsgefangenschaft geraten, 17 von ihnen haben sich später dem Nationalkomitee Freies Deutschland angeschlossen, dem Zusammenschluss von deutschen kriegsgefangenen Soldaten und Offizieren mit kommunistischen deutschen Emigranten, Zitat, die den Nationalsozialismus bekämpfen wollten. Bei der 3. Panzerarmee waren 3 Generale in Kriegsgefangenschaft gekommen, wo sich alle 3, der kommandierende General des 53. Armeekorps, der mit dem Blauen Kreuz gekennzeichnete General der Infanterie Friedrich Gollwitzer, der Kommandeur der 246. Infanteriedivision, Generalmajor Klaus Müller-Bülow, Rotes Kreuz, sowie der Kommandant der Festung Witebsk, Generalleutnant Alfons Hitter, dem Nationalkomitee angeschlossen hatten,
wo sie dann am 8. Dezember zusammen mit anderen 47 Generalen den Aufruf an Volk und Wehrmacht veröffentlicht hatten, der zum Widerstand gegen Hitler und den Chef der SS Heinrich Himmler und zum Kriegsende aufforderte. Die der 3. Panzerarmee, dem 53. Armeekorps unterstellten zwei Luftwaffenfelddivisionen, die 4. und 6., waren in Gefechten und misslungenen Ausbrüchen größtenteils vernichtet worden, wobei am 27. Juni der Kommandeur der 4., Generalleutnant Robert Pistorius, und am 30. Juni der Kommandeur der 6. Luftwaffenfelddivision, Generalleutnant Rudolf Peschel, bei Witebsk gefallen sind. Und auch der General der Infanterie Georg Pfeiffer, kommandierende General des 6. Armeekorps, dessen Armeekorps zerschlagen worden war, war am 28. Juni bei Mogilew gefallen. Bei der 4. Armee, die es besonders hart getroffen hatte, waren 8 Generale in Gefangenschaft geraten, wo sich unter anderem 2 stramm nationalsozialistische Offiziere, der mit der Führung des 12. Armeekorps beauftragte Generalleutnant Vinzenz Müller, hier 1957 bei einem Empfang durch den Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck, und der Kommandeur der 12. Infanteriedivision der Wehrmacht, Generalleutnant Rudolf Bammler, als Wendehälse dem Nationalkomitee angeschlossen haben und nachdem sie nach dem Krieg in der DDR mit genügend Persilscheinen braun gegen rot ausgetauscht hatten, in hohe militärische Ämter der DDR gelangen konnten. Und, wie zum Beispiel der ehemalige Volksgenosse, jetzt Genossenbammler, sich nicht entblödete, zusammen mit dem ehemaligen Generalfeldmarschall Paulus hier bei der Kapitulation seiner 6. Armee am 31. Januar 1943 in Stalingrad dem Genossen Stalin zum 70. Geburtstag ein Ergebenheitstelegramm zu schicken. Darin Sätze wie: Gestatten Sie, dass auch wir, die wir einst im blinden Gehorsam als Feinde in Ihr Land einbrachen, heute Ihnen als dem großherzigen Freund des deutschen Volkes unsere aufrichtigen Glückwünsche aussprechen. Der kommandierende General des 39. Panzerkorps, General der Artillerie Robert Martinek, war am 28. Juni an der Beresina gefallen, ein Tag später auch sein Nachfolger, der Generalleutnant Otto Schünemann, bei Pagost, 20 Kilometer ostwärts von Beresino. Der Generalleutnant und Kommandeur der hannoverschen 297. Infanteriedivision Otto Drescher fiel am 13. August 1944 bei Memel. Und bei der 9. Armee und im Bereich der Heeresgruppe eingesetzte Reserven waren weitere 10 Generale in Kriegsgefangenschaft geraten, von denen eine Anzahl auch den Aufruf der 50 Generale mit unterzeichnet hatten, aber im Anschluss daran auch zu 25 Jahren Straflager verurteilt worden waren und mit Masse bis 1955 ausharren mussten, bis sie nach 11 Jahren in die Heimat entlassen worden waren. Betrachtet man nun das Ergebnis der Offensive der sowjetischen Streitkräfte, so hatten sie alleine im Abschnitt der 3. Panzerarmee eine etwa 30 Kilometer breite Bresche geschlagen, durch die jetzt ihre Streitkräfte strömten und das von Hitler zum festen Platz erklärte Witebsk einfach rechts und links liegen gelassen hatten. Dabei wurden die Divisionen der 3. Panzerarmee im Wesentlichen abgekämpfte Infanterie mit ein paar Sturmgeschützen von der sowjetischen Übermacht quasi pulverisiert. Wieder einmal hatte die Weigerung Hitlers, seinen Frontkommandeuren zu erlauben, selbstständig zu operieren, aus einem möglichen und noch immer halbwegs geordneten Rückzug eine heillose Flucht und die anschließende Vernichtung gemacht. Am 27. Juni war Orscha, ein weiterer sogenannter fester Platz, gefallen mit dem Resultat, dass damit die Verteidigung der Autobahn nach Minsk gescheitert war und 20 Kilometer ostwärts von Bobruisk 40.000 deutsche Soldaten eingekesselt wurden. Ausbruchsversuche waren durch die Konzentration sowjetischer Artillerie verhindert worden. Am Ende waren weitere 10.000 deutsche Soldaten gefallen und 6.000
in Gefangenschaft geraten. Rund 60 Kilometer südostwärts von Smolensk liegt der deutsche Soldatenfriedhof, auf dem bisher fast 59.000 Gefallene aus den in dieser Gegend stattgefundenen Kämpfen ihre letzte Ruhe gefunden haben. Allerdings konnten die meisten nicht identifiziert werden. Mindestens ab dem 27. Juni hatte Generalfeldmarschall Busch keinen Überblick mehr über die Lage. Aber anstatt entsprechend seiner Stellung, seines Dienstgrades und seiner Verantwortung für die Heeresgruppe selbstständig zu handeln, hatte er am Morgen des 28. erneut telefonisch mit dem Oberkommando des Heeres um die Freigabe der festen Plätze Bobruisk und Mogilew verhandelt. Als dann von Hitler endlich die Genehmigung zum Ausbruch kam, bestand der aber darauf, dass jeweils eine Division in der Stadt bleiben müsse, um die Festung bis zum letzten Mann zu verteidigen. Was allerdings auch für die Soldaten einem Todesurteil gleichkam. Am 28. Juni um 23 Uhr begann dann der Ausbruch aus Bobruisk. Mit den letzten 20 Panzern an der Spitze der 20. Panzerdivision war es, trotz schwerer Verluste, etwa 15.000 deutschen Soldaten gelungen, auszubrechen und der Vernichtung zu entgehen. Aber, wie gehört, war die Zerschlagung großer Korpsverbände an beiden Orten inzwischen nicht mehr abwendbar. Daraufhin hatte Hitler am Abend des 28. Juni Generalfeldmarschall Busch von seinem Kommando abgelöst und ihn ersetzt durch den Generalfeldmarschall Walter Model, einen weiteren ihm gegenüber loyalen Offizier, aber auch, ich zitiere aus den Erinnerungen des ehemaligen Panzergenerals Heinz Guderian, kühnen, unermüdlichen Soldaten. Allerdings konnte auch der wegen seiner harten Führung nicht unumstrittene, als Hitlers Feuerwehrmann nicht mehr viel unternehmen, um die Heeresgruppe Mitte zu retten. Alle verfehlten Entscheidungen der Vergangenheit. Das von Hitler Anfang des Jahres 1944 befohlene Abziehen eines Großteils der deutschen Panzerwaffe und Verlegung in die Heeresgruppe Nordukraine. Die sinnlosen Einrichtungen von festen Plätzen. Die starre und unflexible Material- und personalfressende Operationsführung durch das Oberkommando des Heeres hatten Model keine Möglichkeit gegeben, um den Fall von Minsk zu verhindern, das bei seiner Kommandoübernahme bereits weitgehend eingekreist war. Ein Tag später fiel Bobruisk. In weniger als einer Woche hatte die erste weißrussische Front 366 gepanzerte Fahrzeuge und 2664 Geschütze der deutschen Wehrmacht entweder erobert oder zerstört. 20.000 deutsche Soldaten waren gefangen genommen worden, 50.000 waren gefallen. 15.000 davon ruhen auf dem deutschen Soldatenfriedhof Schadkowo bei Bobruisk. Während ein fester Platz nach dem anderen fiel und eine Division nach der anderen zerschlagen wurde, trieb die Rote Armee jetzt den Rest der zerschlagenen und desolaten Heeresgruppe Mitte nach Westen in eine neue Falle, die sich in und um den erwähnten festen Platz Minsk gebildet hatte. Indessen mobilisierte im Führerhauptquartier der Leiter der Operationsabteilung des Generalstabes im Oberkommando des Heeres, Generalleutnant Adolf Heusinger, ganz links im Bild, alles, was er frei bekommen konnte, um die Heeresgruppe Mitte wenigstens etwas zu verstärken. Während Verbände der Heeresgruppe Nord nach Süden in Marsch gesetzt worden waren, darunter diverse Infanterieverbände, die fränkische 4. Panzerdivision, die schlesische 5. Panzerdivision und die pommersche 12. Panzerdivision, hatte Heusinger am 2. Juli auch die im Munsterlager zur Auffrischung liegende 6. Panzerdivision an die Ostfront befohlen. Dazu kamen dann noch eine Kampfgruppe um das SS-Panzergrenadierregiment 40, der in Ungarn eingesetzten 18. SS-Freiwilligen Panzergrenadierdivision Horst Wessel, sowie die erst am 11. November 1943 im Raum der kroatischen Stadt Wagram, das ist Zagreb, aus den Resten der am Weichselbogen zerschlagenen 330. Infanteriedivision aufgestellten 367. Infanteriedivision.
Später kam noch die 3. SS-Panzerdivision Totenkopf dazu und sogar Verbände aus Norwegen. Aber diese Handvoll zusätzlichen Divisionen waren weniger als ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn inzwischen strebten 116 sowjetische Schützendivisionen, 6 Kavalleriedivisionen, 42 Panzerbrigaden und 16 motorisierte Schützenbrigaden in Richtung von Ostpreußen. Ab dem 29. Juni verschlechterte sich die deutsche Position immer weiter. Um die im erwähnten sogenannten festen Platz Minsk, der Hauptstadt Weißrusslands, festsitzenden 100.000 deutsche Soldaten vor der drohenden Einkesselung freizuboxen, hatte Generalleutnant Dietrich von Sauken seine hastig zusammengestellte Kampfgruppe eingesetzt, in dessen Kern die 5. Panzerdivision stand. Bemerkenswert ist, dass während der Kämpfe an der Ostfront diese schlesische Panzerdivision von ihren sowjetischen Gegnern als eine der besten deutschen Divisionen angesehen worden ist. Und bis Juli 1944, also auch während der Operation Bagration, hatte das sowjetische Oberkommando möglichst von einem direkten Einsatz gegen diese Division abgeraten. Aber auch die 5. Panzerdivision hatte nicht verhindern können, dass vom Nordosten kommend die 5. sowjetische Gardepanzerarmee, von Osten das 2. Gardepanzerkorps und vom Süden die 65. Armee Minsk einschließen konnten. Beim sowjetischen Sturm und dem versuchten deutschen Ausbruchsversuch fielen nach sowjetischen Angaben mindestens 70.000 deutsche Soldaten. 100 Kilometer nördlich von Brest, der Grenzstadt zu Polen, liegt der deutsche Soldatenfriedhof Berjosa für die gefallenen deutschen und ungarischen Soldaten in den Gebieten von Brest, Grodno, Witebsk, Gomel und Minsk. Der Rest in Höhe von 30.000 war entweder verwundet worden und oder in Gefangenschaft geraten. Und diejenigen, wohl ein paar Tausend, die auf eigene Faust versucht hatten, sich nach Westen durch die russischen Linien im Runiki-Wald zu schlagen, wurden häufig von jüdischen Partisanengruppen gestellt und waren sofort erschossen worden. Am 8. Juli waren die 5. und die 12. Panzerdivision, die sich immer wieder auf Befehl von Generaloberst Model, links im Bild, Verzögerungsgefechte mit den übermächtigen sowjetischen Verbänden geliefert hatten, auf wenige Panzer geschrumpft. Dafür waren insgesamt 124 sowjetische Panzerverbände in den vergangenen 10 Tagen 200 Kilometer vorgestoßen und hatten eine über 400 Kilometer breite Bresche in die Heeresgruppe Mitte aufgerissen, die danach nicht mehr existierte. Der Rest der schwersten und verlustreichsten Niederlage einer Armee in der deutschen Militärgeschichte ist schnell erzählt. Nachdem die 3. Phase der Operation Bagration erreicht war, wies das Hauptquartier des Kommandos des obersten Befehlshabers, kurz Stawka, den sowjetischen Befehlshabern neue Ziele zu. Am 13. Juli war Vilnius, die Hauptstadt Litauens, von den Sowjettruppen erobert worden. Als die hastig zusammengekratzten deutschen Verbände versuchten, eine neue Verteidigungslinie ostwärts des polnischen Lublin einzurichten, waren ihre Stellungen mit dem Sonnenaufgang des 17. Juli von der sowjetischen Artillerie zunächst mit rund 170.000 Granaten aller Kaliber belegt worden. Dann hatten 9 sowjetische Infanteriearmeen angegriffen, Lublin am 23. Juli erobert und die ausgebluteten deutschen Truppen mit einer Vormarschgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Tag nach Nordwesten in Richtung der Weichsel und von Warschau vor sich hergetrieben, was Ende Juli wiederum die bis ostwärts von Warschau zurückgegangene 2. Deutsche Armee in Bedrängnis gebracht hatte. Daraufhin hatte Feldmarschall Model, der 3. SS-Panzerdivision Totenkopf und der Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Helmut Hermann Becker befohlen, eine Stellung knapp 100 Kilometer ostwärts von Warschau so lange zu halten, bis die 2. Armee der Einkesselung entkommen konnte, bevor die T-Division am 28. Juli ihren eigenen Rückzug nach Westen begann. Vom 1. bis 4. August
In der Panzerschlacht vor Warschau schlug sie zusammen mit der 5. SS-Panzerdivision Wiking unter Standartenführer und Oberst der Waffen-SS Johannes Rudolf Mühlenkamp, der 4. Panzerdivision unter dem am 27. März 1945 gefallenen Generalleutnant Clemens Betzel, der 19. Panzerdivision unter dem am 18. April 1945 gefallenen Generalleutnant Hans Kellner, der 73. Infanteriedivision unter Generalmajor Kurt Hehling sowie der Fallschirmpanzerdivision 1 Hermann Göring unter Generalmajor Wilhelm Schmalz eine Reihe sowjetischer Durchbruchsversuche zurück, die auf die Eroberung von Warschau zielten. Dabei erlitt die Rote Armee erhebliche Verluste. Nach der Schlacht hatte die 2. Panzerarmee nur noch 263 von 810 Panzern und Sturmgeschützen. Das 3. Panzerkorps war aufgerieben, das 8. schwer angeschlagen worden und das 16. Panzerkorps hatte erhebliche Ausfälle. Aber dann, wir schreiben jetzt den 19. August 1944, war auch bei der Roten Armee die Luft heraus. Sie war in 5 Wochen zwischen 400 bis 500 Kilometer vorgerückt und hatte, man muss es trotz ihrer dauernden großen personellen und materiellen Überlegenheit auf dem Boden und in der Luft anerkennen, eine große militärische Leistung vollbracht. Die Vernichtung der von außen her gewaltigen Heeresgruppe Mitte. Aber wie die im Zuge der Perestroika geöffneten und seit 2001 wieder fest verschlossenen sowjetischen Archivdokumente belegen, waren die sowjetischen Verluste dramatisch höher, als es für Jahrzehnte als offizielle Zahl in allen auch amtlichen sowjetischen Berichten veröffentlicht worden war. In Wirklichkeit hatte die Rote Armee in den 23 Gefechtstagen ab dem 22. Juli 1944 einen Verlust von 180.040 gefallenen oder vermissten Soldaten gehabt. 590.848 waren verwundet worden und sie hatte 2.957 Panzer und 822 Flugzeuge verloren. Aber für Stalin hatte sich der Einsatz gelohnt. Seine Armee stand jetzt Berlin erheblich näher als die der sich durch Frankreich dem Reich nähernden US-amerikanischen und britischen Armeen. Dann, ab Januar 1945, ließ der sowjetische Diktator seine gewaltigen Millionenarmeen zum Finale marschieren. Dem Finale, das mit der Schlacht von Berlin endete und der Etablierung der kommunistischen Herrschaft hinter dem Eisernen Vorhang. Stalin mit gewaltigen Materiallieferungen seiner Westalliierten USA, Großbritannien und Kanada unterstützt und gern gesehener Verhandlungspartner des US-Präsidenten Franklin Delano Roosevelt und des britischen Premiers Winston Churchill, war dabei zu Hilfe gekommen, die von ihm befohlene Kommandostruktur, die militärische Organisation und vor allem auch die alles unterstützende kommunistische Doktrin. Denn die Kommunistische Partei hatte ja die Rote Bauern- und Arbeiterarmee, wie sie von 1918 bis 1946 offiziell hieß, so organisiert, dass immer eine absolute Einheit über das Kommando bestand. So hatten die Befehlshaber auf Frontebene, also Armee oder Heeresgruppe, die uneingeschränkte und unbestrittene Befugnis, alle unter ihrem Kommando stehenden Heeres, Luftwaffen und notfalls auch Marinekräfte einsetzen zu können. Diese fast unglaubliche Machtfülle stand im krassen Gegensatz zu den dauernden Diadochenkämpfen zwischen den Teilstreitkräften der Wehrmacht und der Waffen-SS um Macht und Einfluss und steht auch im Gegensatz zu den heute in den westlichen Armeen üblichen Streitigkeiten der Teilstreitkräfte um Vorrang und Kontrolle über die von sicherheitspolitisch völlig unbeleckten Politikern freigegebenen Milliarden. Dagegen konnten dank dieser einzigartigen Bedingung der einheitlichen Führung auf dem gesamten Kriegsschauplatz das sowjetische Oberkommando Truppen und Material jederzeit schnell und effizient sowohl auf taktischer, operativer und strategischer Kriegsebene einsetzen, wann und wo sie jeweils gebraucht wurden.
Diese Doktrin besteht im Prinzip bis heute weiter.